Sie haben vorhin erwähnt, eben diese klassischen Redewendungen, die man alle aus unserer Kindheit und Jugend wahrscheinlich noch kennen. Aber das Thema gendergerechte Sprache, jetzt mal ganz gesamtheitlich gesehen, ist natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Da gibt es auch nicht nur Befürworter und da gibt es auch die verschiedensten Auswüchse, also was man alles machen soll und was wie gegendert werden soll. Wie ist denn Ihre grundsätzliche Haltung dazu? Also, dass Sprache ein wichtiges Instrument ist auf diesem Weg, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie weit muss das denn tatsächlich gehen? Ist das, was Sie da auch mitbekommen, teilweise auch in den Medien, was da mittlerweile gemacht wird, tatsächlich alles sinnvoll? Sprache polarisiert an sich schon einmal sehr, weil das einfach ein Thema ist, mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben. Wir alle kommunizieren, wir alle sprechen. Das heißt, das ist etwas, das uns unmittelbar betrifft, wenn wir da über geschlechtergerechte oder geschlechterinklusive, gendergerechte Sprache sprechen und das zum Thema machen. Ich denke, es ist, Sprache schafft aber auch Wirklichkeit und insofern ist es ganz entscheidend, dass wir die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft auch in unserer Sprache widerspiegeln und abbilden. Denn es gibt Sprache prägt auch Entwicklungswege und Bildungswege. Und wenn Mädchen, das gibt es viele unzählige Studien, wenn Mädchen von einem Piloten hören oder von Feuerwehrmann hören oder Arzt hören, dann denken Sie auch an eine männliche Person und dann denken Sie nicht daran, dass Sie selbst diesen Bildungsweg und diesen beruflichen Weg einschlagen könnten. Genauso funktioniert es auch andersherum, wenn wir von Krankenschwestern sprechen oder wenn wir von Tänzerinnen sprechen oder Tänzern sprechen oder Ähnlichem. Das sind auch sehr viele Bildungswege und Berufsfelder, die dann den Burschen verwehrt bleiben, weil sie das einfach nicht sehen in ihrem Vorstellungsvermögen und in ihrer Erfahrungswelt nicht kennenlernen. Und da ist ganz wichtig, dass wir einfach eine gewisse Sensibilität haben und sehr bewusst auch mit Sprache umgehen. Wie wir das jetzt machen, ist nochmal dann im Detail eine andere Frage, ob man dafür einen Genderstern verwendet, ob man einen Doppelpunkt verwendet, ob man es versucht, mit neutralen Formulierungen zu spielen. Ich finde es zum Beispiel noch immer sehr, also ich zucke immer zusammen, wenn ich höre, die Regierungsmannschaft, weil es ist im Grunde ein Team. Es sind ja nicht nur Männer dahinter. Also es sind auch schon diese kleinen, vermeintlich kleinen Worte, die so nebenbei auch gesagt werden, da geht es noch gar nicht darum, dass wir von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Also dann gibt es schon ganz viele andere Ebenen, auf denen man ansetzen kann und wo es vielleicht im ersten Schritt auch einfacher ist, einen Konsens zu finden, zu sagen, ja, das finden wir alles sinnvoll und da setzen wir mal an.